Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Neuzugänge-Video. Das ist ein XXL-Neuzugänge-Video. Ich glaube, ich habe noch nie so viele neue Bücher in einem Video vorgestellt. Es sind nämlich 12 Stück. Oh mein Gott. Also, mein Sub wächst wieder ins Unermessliche. Zum einen möchte ich anfangen mit etwas, das ist mir noch nie passiert. Also, ich habe von einer Zuschauerin, danke nochmal an dieser Stelle, die sowohl diesen Kanal als auch, ich glaube, du schaust auch die Videos auf meinem anderen Kanal, ein Paket zugeschickt bekommen. Das war das erste Zuschauerpaket, was ich jemals bekommen habe. Und da waren sage und schreibe 6 Bücher für mich drin. Und die möchte ich euch jetzt als erstes zeigen. Und wir starten mal mit dem Buch, was mich auch im Moment am meisten reizt. Und zwar ist das dieses hier von Alex Flynn, Magical heißt das, aus dem Baumhaus Verlag. Kostet nur 12,99 € für ein Hardcover, das ist richtig gut. Und es ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine moderne Erzählung von Aschenputtel. Oder Aschenputtel? Würde ich sagen, es geht halt um 2 Stiefschwestern, die ungleicher nicht sein könnten. Die eine unscheinbar, aber in Wohlstand aufgewachsen. Die andere schön, jedoch arm. Emma und Lisette. Ja, und es geht um eine Hexe und einen Spiegel mit magischen Kräften. Gut, vielleicht ist es auch nicht unbedingt Aschenputtel oder Cinderella. Vielleicht ist es auch so ein Mix aus verschiedenen Märchen. Ach, das ist die Autorin, die auch Beastly geschrieben hat. Beastly habe ich auch gelesen. Das hatte mir sehr, sehr gut gefallen. Also auf Magical bin ich schon sehr gespannt. Ich mag das auch so. Also ich stehe nicht so auf die alten Märchen, ehrlich gesagt. Schon als Kind nicht. Ich mag aber diese Neuerzählungen so in der Neuzeit quasi. Und das ist halt dieses Buch. Dann hat sie mir geschickt einen Thriller von Wade Etzold aus dem Bastei-Lübbe Verlag. Das ist Final Cut. Ich finde das Cover schon mal richtig cool. Du hast 438 Freunde auf Facebook und einen Feind. Die Freunde sind virtuell, der Feind ist real. Er wird dich suchen, er wird dich finden, er wird dich töten. Du hast 438 Freunde auf Facebook und keiner wird etwas merken. Bin ich schon sehr gespannt. Also, ich lese Thriller ja sehr, 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 sehr selten. Aber ich lese auch ab und zu mal ein. Einfach so von der Abwechslung her auch. Da muss mich natürlich auch die Geschichte reizen. Dann 2 Bücher, die sozusagen zusammengehören. Und zwar Blind Date mit einem Rockstar und Verliebe dich nie in einen Rockstar von Theresa Sporrer aus dem Impress Verlag. Die sind aber, glaube ich, bei Carlsen auch erschienen. Das sind Taschenbücher und kosten jeweils 9,99 €. Und ich hatte die Bücher auf Instagram gepostet und da hat mir jemand gesagt, dass die richtig gut sind und dass er die in einem Ruck verschlungen hat. Und die Titel sagen eigentlich schon viel aus. Und ein Mädchen verliebt sich in einen Rockstar und was das dann halt alles so für Konsequenzen auch so mit sich bringt, ist, glaube ich, so was Schönes, Leichtes für zwischendurch. Und dann auch nochmal 2 Bücher, die, glaube ich, zusammengehören von Courtney Cole. Füreinander bestimmt, If You Stay. Und Niemals getrennt, If You Leave, beide aus dem Knauer Verlag und kosten beide 8,99 €. Das eine ist ein bisschen dünner. Ich weiß jetzt gar nicht, welches der erste Teil davon ist. Ich schätze mal, If You Stay wäre das erste und If You Leave dann der zweite Teil. Falls ihr es gelesen habt, könnt ihr mich auf jeden Fall darüber aufklären. Und ich glaube, es geht auch so, es hat so ein bisschen, es wird doch einige Sexszenen geben, oder? Also jedenfalls so die Cover versprechen das so ein bisschen. Sexy Ausstrahlung und so. Wir können ja mal von If You Leave hinten lesen. Seit dem Tod ihrer Eltern führt Madison das Familienrestaurant weiter, was all ihre Zeit beansprucht. Daher spielen Männer für sie keine Rolle. Ja, wird also der erste Teil sein. Das ändert sich schlagartig, als sie den faszinierenden Gabriel Vincent kennenlernt. Mein Sohn heißt Vincent. Sie fühlt sich unwiderstehlich von dem geheimnisvollen Mann angezogen, bei dessen bloßem Anblick ihre Knie weich werden. Doch genau wie sie hat auch Gabriel eine schwere Zeit hinter sich, wird ihre gegenseitige Liebe die Schatten der Vergangenheit überwinden können. Und das ist der zweite. Ach so, beim zweiten, das sind unabhängige Geschichten. Da geht es nämlich schon wieder um andere Personen, nämlich seit dem Tod ihrer Eltern hält die 22-jährige Mila zusammen mit ihrer Schwester Madison das Familienrestaurant am Laufen und ist überzeugte Singlefrau. Also hier geht es um die eine Schwester und hier um die andere.
Das ändert sich, als sie Pax Tate kennenlernt. Pax ist auf den ersten Blick alles andere als ein Traummann, tätowiert, knallhart und mit schlechtem Benehmen. Doch ausgerechnet von ihm und seiner sexy Ausstrahlung fühlt Mila sich unwiderstehlich angezogen. Gegen jede Vernunft geht sie eine Beziehung mit ihm ein und entdeckt immer mehr Pax zärtliche Seite. Aber die Vergangenheit holt Mila und Pax unaufhaltbar ein. Wird die Kraft ihrer Liebe ausreichen, um zu bestehen? Das sind also diese beiden Bücher. Und über dieses Paket hinaus hatte ich natürlich so andere diverse Neuzugänge noch. Und zwar zum einen von Zoella, Zoe Sack, Girl Online on Tour, das ist ja der zweite Teil. Ich hatte ja schon den ersten Teil gelesen. Es hatte mir ganz gut gefallen. Es war so ein schöner, leichter Teenie-Roman, könnte man eigentlich sagen. Und ich finde wieder das Cover sehr, sehr gut gelungen. 14,99 kostet das übrigens aus dem CBJ Verlag. Und ich habe sie auch auf YouTube und Instagram abonniert und habe das so ein bisschen verfolgt, auch die Entstehung so des zweiten Teils und so. Also ich bin schon sehr gespannt, wie es dann jetzt weitergeht mit Penny. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Dann habe ich ein Buch, was ihr wahrscheinlich alle nicht kennen werdet, weil das von einer Autorin geschrieben wurde, die, ich glaube, die hat das Buch auch selbst verlegt, wenn ich es richtig verstanden habe. Auf jeden Fall ist sie jetzt nicht jemand, für den unglaublich viel Werbung gemacht wird. Und zwar ist das von Gizi Lo Coco, Das Erbe von Osiel T. Das ist Band 1. Und ich mache das eigentlich ganz gerne. Also ich werde häufiger natürlich von Autoren angeschrieben, ob ich ihr Buch nicht vorstellen möchte. Und da gehe ich dann einfach davon, also prinzipiell sehr, sehr gern immer. Aber mich muss das schon thematisch irgendwie so ein bisschen reizen. Und das hatte es bei dem Buch auf jeden Fall. Was wäre, wenn die Wahrheit über unsere Existenz eine ganz andere wäre, als die, von der wir zu wissen glauben? Was wäre, wenn Menschen unter uns leben, die weitaus unglaublicher sind, als wir ahnen? Und was wäre, wenn Wesen über uns wachen, die nicht von dieser Welt sind? Als Helleth an ihrem 26. Geburtstag zu einer Gruppe Menschen stößt, die genau dies behauptet, glaubt sie zunächst auf einen Haufen Fanatiker gestoßen zu sein. Doch schon bald muss sie feststellen, dass Wahrheit und Lüge nah beieinander liegen und die Verstrickungen der Kirche eine große Rolle darin spielen. Als Schlüssel einer Prophezeiung ist sie in der Lage, Fähigkeiten zu entwickeln, die für sie unbegreiflich sind. Dort lernt sie Miles kennen, den Anführer der Gruppe, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, sie zu beschützen. Je länger Helleth in seiner Nähe ist, umso mehr spürt sie eine starke Verbindung zu ihm. Aber Miles hegt ein Geheimnis. Er ist nicht der, der er zu sein scheint. Helleth stellt sich ihrem Schicksal und taucht ein in eine Welt außerhalb jeglicher Vorstellungskraft. Freue ich mich schon sehr drauf, bin ich auch sehr gespannt. Dann kam erst vor ein paar Tagen Midnight Girl, das Lied des Feuervogels von Melissa Gray. Auch CBJ Verlag, kostet 14,99 und das Schöne ist, hier steht: ein spannendes und emotionales Debüt für Leser von Cassandra Clare und Laini Taylor. Und ich liebe, liebe, liebe die Bücher von Cassandra Clare und Laini Taylor. Und deswegen freue ich mich sehr, 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 sehr darauf. Vom Inhalt her lässt es auf jeden Fall viel versprechen. Das Cover ist wunderschön. Vor 10 Jahren hat Echo als Ausreißerkind heimlich in der National Library Unterschlupf gefunden und dort eines Nachts das magische Volk der Avizen entdeckt. Seitdem lebt die inzwischen 17-jährige Echo als einziger Mensch bei den Avizen direkt unter den Straßen Manhattans. Magische Portale öffnen in Sekundenschnelle den Weg ans andere Ende des Erdballs, doch ein uralter Zwist bedroht diese Welt und so macht Echo sich auf die Suche nach dem Feuervogel, dem Wesen, das der Legende nach den Frieden bringen kann. Da freue ich mich auch schon sehr, sehr, sehr drauf, weil wenn es so angepriesen wird, dass es halt so in die Richtung Cassandra Clare, Laini Taylor geht, würde es mir auf jeden Fall gefallen. Dann habe ich bekommen Chicken House Verlag Zwischen Licht und Finsternis von Lucy Inglis. Finde ich auch sehr schön vom Cover. Hardcover für 1999. London heute. Mädchen verschwinden und seltsame Kreaturen tauchen auf den Straßen auf. Fast wäre Lily von einem zweiköpfigen Hund getötet worden. Doch urplötzlich steht Regan vor ihr, gut aussehend, geheimnisvoll und faszinierend. Wie so oft. Merkwürdig, dass er ihre seltene Blutgruppe kennt. Aber noch merkwürdiger, dass es eine Verbindung zwischen Lily, Regan und den verschwundenen Mädchen geben soll. Von einer auf die andere Sekunde befindet sich Lily in einem Strudel aus Verbrechen und Verrat, Verschwörung und Leidenschaft, Licht und Finsternis.
lässt nicht so viel auf den Inhalt schließen. Aber das ist auch immer gut. Da freue ich mich auch drauf. Dann ein zweiter Teil. Und zwar der zweite Teil von Endgame. Gefällt mir wieder mega von der Aufmachung hier her. Der erste Teil war ja Gold von James Frey. Zweite Teil heißt Die Hoffnung aus dem Oettinger Verlag ist das. Ist wieder mega dick. Wie viele Seiten sind das? Okay, doch nur fast 600. Das sieht so dick aus. Ist auch mega schwer. Empfehlung ab 16. Für 19,99. Genau, und da kann man ja theoretisch, war ja beim ersten Teil schon so, die Kryptorätsel, die hier drin sind, lösen und was gewinnen. Habe ich beim ersten Teil nicht erst versucht, weil ich in sowas echt schlecht bin. Kann man also beim zweiten Teil auch wieder machen. Der erste Teil hatte mir ja richtig gut gefallen und war auch richtig spannend die komplette Zeit hindurch. Da kann ich auch, wenn ich dran denke, euch gerne nochmal die Rezension unten in die Infobox setzen. Ansonsten gebt die einfach in meinem Kanal oben in die Suche ein, Endgame. Da findet ihr auch die Rezension zum ersten Teil. Und da freue ich mich schon drauf, hier weiterzulesen und zu schauen, wie es weitergeht. Das kann ja so in ganz viele verschiedene Richtungen gehen. Und wenn ich so ein Buch zu Ende gelesen habe, so einen ersten Teil, überlege ich dann immer, es könnte so, so oder so weitergehen. Und da bin ich gespannt, welche Richtung zutrifft oder ob es was komplett anderes geschieht. Und dann habe ich noch was, das Cover liebe ich auch total. Der Winter der schwarzen Rose von Nina Blazin oder so. Auch aus dem CBT Verlag. Das glitzert so schön, ist voll süß. Ich weiß, von der Autorin gibt es noch viele andere Bücher, aber ich glaube, das ist das erste, was ich von ihr lese. Und auch nur, weil ich verliebt in das Cover war. Ich hatte nie verstanden, was Tayan an diesen wilden Soldatentänzen fand, aber heute trank ich die Nacht und die Musik. Und Wolok flüsterte mir Geschichten zu, in seiner Sprache, die mich so gefangen nahm, dass ich sogar die gaffenden Leute um mich herum vergaß. Man nennt dieses Felsplateau den Garten der Feen. Viele Blutrosen wachsen dort. Deshalb wagen sich immer wieder junge Männer dorthin und versuchen, eine Rose als Liebesbeweis für ihre Mädchen zu pflücken. Aber bisher hat keiner den Versuch überlebt, eine zu stehlen. Beim Tanzen zog er mich eng an sich und seine sanften Bernsteinaugen hatten im Feuer Raubtierglanz. Für dich würde ich die Rose holen. Ein Wort von dir genügt. Eine dunkle magische Welt, zwei Schwestern und die gefährlichen Dimensionen der Liebe. Der packende neue Fantasy-Roman von Bestseller-Autorin Nina Blazon. Bin ich schon sehr gespannt. Ist halt wieder total bunt gemischt, meine Neuzugänge. Also man hat halt was so eher Dystopiebereich, klassische Fantasy, sag ich mal. Darunter würde ich jetzt das zählen. Dann halt sowas wie Girl Online on Tour, also so ein bisschen quasi Teenie-Roman. Dann sowas hier, also ja, gefällt mir wieder richtig, richtig gut, die neuen Bücher. Die kommen da hinten alle schön auf den Sub. Ich hoffe, mein XXL-Neuzugänge-Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir gern schreiben, ob eins der Bücher auch bei euch in letzter Zeit eingezogen ist oder welche Bücher bei euch neu sind. Und wir sehen uns ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!